Jetzt sind es noch 2 Wochen bis zum Start der Olympischen Spiele in Japan. Ich bin voller Vorfreude, ich bin gut vorbereitet, ich bin zuversichtlich, ja, leicht angespannt, so wie es, glaube ich, normal ist. Ja, die Konkurrenz ist stark, sehr stark sogar, so wie sie eben sein sollte bei Olympischen Spielen. Das soll keine vorgelieferte Ausrede sein, vielmehr eine realistische Einschätzung. Ich respektiere die Fähigkeiten meiner Gegner, ich kenne deren Stärken und Schwächen, ich weiß, wer mir etwas voraus hat bei bestimmten Bedingungen. Umgekehrt weiß ich auch, wo meine Stärken liegen und wo ich auch der Maßstab bin. Ich denke, das ist wichtig und ich werde mich sicher nicht verstecken und ich glaube, das muss ich auch nicht. Ich habe viel trainiert, viel analysiert, viel recherchiert, viel philosophiert und viel ausprobiert. Zusammen mit Nick, meinem Trainer Alex, mit meinem Papa, mit meinen Trainingspartnern. Ich glaube, meine Form ist gut und ich bin der beste, kompletteste Lasersegler, der ich je war. Wozu das in Japan reichen wird, das wird sich zeigen müssen. Man kann eben nicht alles kontrollieren beim Wettkampf. Was man kontrollieren kann, ist die Vorbereitung. Und mit der bin ich wirklich sehr zufrieden über die letzten Jahre, speziell im letzten halben Jahr. Da das mein letztes Video sein wird vor dem Start der Olympischen Spiele, möchte ich unbedingt nochmal die Möglichkeit nutzen, um Danke zu sagen. Angefangen bei meinen Eltern, Mama und Papa, die mir überhaupt in der Kindheit den Weg zum Segeln geebnet haben, mich zu sämtlichen Regatten gefahren haben, um meine Leidenschaft ausüben zu lassen. Damals, als ich selber noch nicht in der Lage war zu denken, was das für ein Privileg sein kann, Leistungssport im Segeln zu machen, dafür bin ich unendlich dankbar. Seit ein paar Jahren, ich würde sagen seit Rio, schätze ich das extremst, dieses Privileg Leistungssportler zu sein und was es bedeutet, diesen Beruf machen zu dürfen. Und seit mir das bewusst ist, versuche ich auch wirklich alles in meiner Macht Stehende zu tun, um wirklich den maximalen Erfolg für mich und für alle, die in mich vertrauen und an mich glauben, auch zurückzugeben. Das sind natürlich meine Sponsoren, meine Partner, die seit vielen Jahren an meiner Seite sind, die an mich glauben, die an meine Arbeitsweise glauben. Und ich glaube, was wir bis hierher schon geschafft haben, allein in den letzten 5 Jahren mit dem WM-Titel, das ist unglaublich und dafür bin ich unendlich dankbar. Dann möchte ich unbedingt meinem Trainer Alex Schlonski danken für die Entwicklung in den letzten 4, 5 Jahren. Und ich hoffe, wir ziehen das genau in der Art und Weise durch in Japan.